mit Jochen Heide Eis November war im vierten Rennen siegreich in 1:15:07. Ein sicherer Sieg mit einer Länge vorsichtig eingetreten und ohne viel zu tun gewann Eis November ihren Vorlauf. Mit der 2 Baltic Lady, zweite im vierten Rennen, 15:08. Baltic Lady wird hier von Manfred Zwiener pilotiert. Baltic Lady mit dem Besitz von Karl Baldus. Die Startnummer 3 erwarten wir. Gravität mit Michael Höhnemann von der Besitzergemeinschaft Gerke Schüler. Hier gab es einen recht sicheren dritten Platz in 1:15:08. Gravität hängte sich an Eis November. Die spätere Siegerin hatte Pinky Hühnemann den richtigen Riecher und so fuhr er den recht sicheren dritten Platz heraus. Mit der Startnummer 4 eine Vertreterin aus Bayern von der Besitzergemeinschaft Baumerstall Pommery Viennetta, viertplatziert im vierten Rennen, 15:08. Im Sulky wieder Detlef Fleischer. Viennetta hat ein geschontes Rennen an der Innenkante hinter Baltic Lady. Aus dem zweiten Band von der Marke 2020 Meter, die 5 Shoguns Crispy, die Siegerin des fünften Rennens in 16:03. Shoguns Crispy war im Einlauf schnellstes Pferd. Ulrich Schnieder hat sich für die Fahrt mit Shoguns Crispy entschieden. Besitzer ist die schwedische Bull Trading and Consulting AB. Mit der Startnummer 6 an Thomas Lindhoffs Raise Your Fist und für die Fahrt hat Heinz Wevering Richard Haller gebeten. Raise Your Fist war Siegerin im dritten Rennen. Leichter Sieg. Die Startnummer 7, Yukona Sip. Der zweite Vertreter der schwedischen Bull Trading und Consulting AB und für die Fahrt wurde Rolf Hafenström verpflichtet. Yukona Sip war nach Startfehler 60 Meter Verlust zweite in 16:02. Mit der Startnummer 8, Stall Novembers, Katrin November und für die Stute hat sich Thomas Pancho entschieden. Er war zweite mit ihren 16:04. Mit der Startnummer 9 von der Besitzergemeinschaft Gestüt Sandstall Corinna Cassandra Sun mit Trainer Dirk Schrewe. Cassandra Sun war trotz Fehler doch noch vierte in 16:05. Und aus dem dritten Band von der Marke 2040 Meter mit der Startnummer 10 die Titelverteidigerin Woman You. Dritte im dritten Rennen in 1:15:07. Woman You aus dem Stall Verena in Sulky. Jörg Schäfer. Mit der Startnummer 11, Heidemonde aus dem Besitz von Wilhelm Bruns. Und für die Stute hat sich Heinz Wevering entschieden. Er belegte mit ihrem fünften Rennen den dritten Platz in 1:15:07. Und last not least noch ein Vertreter aus Hamburg von der Besitzergemeinschaft Cicero Rigmas. Casey mit Peter Heidmann im dritten Rennen, vierte in 1:15:09. Das sind die 12 Starter im Finale des Bruno Cassirer-Rennens 1999. Fertig machen. An die Plätze. Die
Fehlstart. Achtung, Fehlstart. Fertig machen. An die Plätze. 1, 2, ab. Und das Finale zum Bruno-Kassierer-Rennen 1999 ist gestartet. Wieder mit einem Fehler von Hugh Konasip. Kampf um die Führung zwischen Baltic Lady und in zweiter Spur Viennetta. Dritter ist Eis November vor Gravität und vier Längen dahinter sieht man Shoguns Crispy. Nochmal vier Längen zurück, folgt dann Katrin November. Dann sieht man Woman You vor Cassandra Sun. Heidemunde nach einem Fehler weit zurück am Schluss des Feldes. Im ersten Bogen alles noch weit auseinandergezogen. 1:18:0 die erste Zwischenzeit und Viennetta hat inzwischen das Kommando übernommen vor Baltic Lady. Drei Längen dahinter Eis November vor Gravität und Shoguns Crispy mit drei Längen Rückstand vor Katrin November. Nochmal drei Längen dahinter sieht man Woman You außen Cassandra Sun. Dann vor Raise Your Fist und mit vier Längen Rückstand Casey weit zurück. Heidemunde und Yuko Nassim abgeschlagen. Die beiden wohl ohne Chance. Noch eine Runde bis zum Ziel. Viennetta an der Spitze, aber dicht dabei ist Baltic Lady. Drei Längen zurück, Eis November vor Gravität. Fünfte ist Shoguns Crispy, dicht dabei Katrin November. 1:16:0 war die zweite Zwischenzeit. Und die 1000-Meter-Marke wird jetzt passiert. Viennetta an der Spitze mit einem Fehler. Und so gelangt Baltic Lady an die Spitze. Baltic Lady in Front vor Eis November. Dritter ist Gravität auf Platz 4. Shoguns Crispy. Dann an der Innenkante Woman You. Außenbegleitung von Katrin November. Es folgen Casey und Raise Your Fist. Und nochmal vier Längen zurück sieht man Casey. Die Pferde auf der Gegenseite. Die Zwischenzeit 1:19:5 und Baltic Lady ist hier in Front. Aber nun wird Eis November in die zweite Spur herausgenommen und attackiert. Zwei Längen hinter Gravität, dicht dabei Woman You mit Shoguns Crispy. Weitere zwei Längen dahinter Cassandra Sun mit Katrin November vor Raise Your Fist und mit vier Längen Abstand Casey. Noch 500 Meter bis zum Ziel. An der Spitze Baltic Lady gemeinsam mit Eis November auf Platz 3 Gravität. Dann sieht man Woman You und Shoguns Crispy in der Außenspur. Katrin November innen Cassandra Sun. Dann folgt Raise Your Fist, 1:12:8 ist die Zwischenzeit. Ausgangs des Schlussbogens. Weiterhin Baltic Lady gemeinsam mit Eis November. Dritter ist Gravität. Ganz außen wird der Shoguns Crispy eingesetzt. Die Zielgerade ist erreicht. Baltic Lady im Kampf mit Eis November. Außen kommt Gravität dazu. Ganz außen Shoguns Crispy. Kampf zwischen Baltic Lady. Eis November ist geschlagen. Gravität ist vorn. Außen kommt Shoguns Crispy. Shoguns Crispy oder Gravität. Und auf der Linie, da ist wohl ganz knapp Shoguns Crispy vorbei. Dann wäre Gravität zweite und Baltic Lady auf Rang 3, Platz 4 für Eis November.
Meine Damen und Herren, wir haben wieder mal ein ganz, ganz packendes Finale erlebt. Das war auch mit Bruno Cassiere des Vorjahres so. Ich würde sagen, der Mann mit den eisernen Nerven auf dem allerletzten Meter ging er vorbei, so als ob nichts wäre, obwohl da letzten Endes nur ein Kopf oder sogar kurzer Kopf dazwischen war. Uli Schnieder, meine Damen und Herren, Applaus für Uli Schnieder und seine Shoguns Crispy. Eine vierjährige Stute im schwedischen Besitz der Bull Trading und Consulting AB. Ein Vertreter der Besitzer jetzt an der Seite des siegreichen Gespanns. Der Pokal für Uli Schnieder wird überreicht vom Präsident des Hauptverbandes für Traberzucht und Rennen, von Dr. Anton Seibold. Dr. Ernst Rohrbeck ist dabei vom Vorstand des Trabrennvereins Mariendorf, genauso wie Horst Sandfoss und Horst Siebert. Und die Siegzeit von Shoguns Crispy 1:15.4. 1:15 für eine dolle Zeit, meine Damen und Herren. Und aus dem Publikum kommt hier ein Bravo, Uli, dem kann man nur beipflichten. Zwei Pokale hat er in der Hand, der schwedische Besitzer. Unser ganz herzlicher Glückwunsch geht nach Schweden und geht zu Uli Schnieder, den wir hier in Berlin noch in allerbester Erinnerung haben. Und auch in Westdeutschland zählt er zur Fahrerelite. Er gehört zu den Top 10 der gewinnreichsten Berufsfahrer in ganz Deutschland. Und das will schon was heißen angesichts der Konkurrenz. Uli, ganz herzlichen Glückwunsch. Ich muss sagen, war es ja Nerven wie Drahtseile. Das war erst auf dem allerletzten Meter so. Und du hast gar nicht so sehr viel getan. Du hast eine Riesennase dafür, wo die Ziellinie steht. Nein, ich hatte vor dem Rennen mit dem Besitzer gesprochen und er sagte mir, fahr wie du willst, hab im Ziel die Nase vorne. Da hat er recht gehabt und er hat es ja genauso gemacht. Das System war ja quasi das gleiche wie im Vorlauf. Ja. Also es war klar für dich, was man machen muss hier in diesem Rennen, ist diese unglaubliche Speedstärke von Shoguns Crispy auszuspielen. Okay, viele Faktoren spielen natürlich eine Rolle, da Bänderstart und so weiter, Startverzögerung. Aber sie hat heute sehr gut mitgespielt. Sie war einfach souverän und sie wird wirklich besser. Es ist ein tolles Pferd und wir hoffen, dass wir noch weiterhin viel Spaß mit ihr haben werden. Eine Sache war für uns ein Fragezeichen vorher. Wir haben uns gesagt, wahrscheinlich wirst du Yokona Sip übernehmen, denn die ist ja riesig gegangen mit gut 60 Meter Startverlust. Wie kam es jetzt? Wie hast du dich entschieden? Nach welchem Kriterium? Alle beide Pferde sind gleich gut. Ukona Sip ist normalerweise das Pferd mit der größeren Kapazität. Aber Shoguns Crispy ist einfach aus den Bändern viel stärker. Ukona ist ein italienisches Pferd, in Italien geboren und sie kennt im Grunde genommen nur Autostartrennen. Und Ukona trainieren wir seit einem halben Jahr, Crispy seit Jährling. Ich kenne dieses Pferd in- und auswendig. Uli, wir haben es verstanden, wir können es jetzt nachvollziehen. Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch und ich denke, von Shoguns Crispy werden wir noch eine ganze, ganze Menge ganz toller Sachen erleben. Die ist ja erst vierjährig. Meine Damen und Herren, Uli Schnieder, Shoguns Crispy, die Besitzer, die Bull Trading und Consulting AB. Der Applaus für Uli Schnieder. Und meine Damen und Herren, ich muss Ihnen noch eine ganz wichtige Mitteilung machen. Die ist ganz schön traurig, aber auch nicht tragisch. Sie sehen unseren Terminkalender, wie er heute durcheinander gekommen ist. Nur das Folgendes, wir wollten um 23 Uhr das Feuerwerk starten. Wenn wir das nicht spätestens 10:55 beginnen, kriegen wir eine Konventionalstrafe, die kann bis 50.000 Mark gehen. Schauen Sie auf die Uhr, wir können es nicht hinkriegen, wir schaffen es auch nicht nach dem 12. Rennen. Wir haben uns kurzfristig entschieden, das Ganze zu verschieben. Wir werden, wenn möglich, das Ganze am Mittwoch nachholen. Ich denke, Sie haben dafür Verständnis. Es geht heute wirklich nicht. Wir haben so viel Pech gehabt mit den Verspätungen. Aber jetzt erstmal wieder der Applaus für das tolle Siegergespann.